Na, immer noch nicht, jetzt aber. Fuck. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Petri's Challenge. Und, ups, das zweite Auge wollten wir jetzt noch aktivieren. So. Hier ist nochmal zum Ansehen. Ein Siegel werden wir jetzt noch umstellen müssen. Und zwar das da hinten. Ah, verdammt. Also da hinten haben wir den Masterschlüssel gefunden. Dafür mussten wir ein spezielles Siegel aktivieren. So, jetzt komm, kletter hier endlich rauf. Versuch nicht, das Teil zu schieben. Ach, verdammt. Okay, und jetzt dürfte alles richtig stehen. Meinen Berechnungen zufolge. So. Gut, ich hoffe, das ist jetzt die letzte Folge des Feuertempels. Ich kann es aber nicht garantieren. Man weiß ja nie, was noch auf einen zukommt. Verdammt. Doch, hat auch noch geklappt. War zwar knapp, aber naja. So. Okay, da ist leider Feuer. Genau. Jetzt haben wir das Problem. Und ich glaube, jetzt wird auch dieser Block ins Spiel kommen. Dass wir da raufkommen müssen. Der Schalter ist blockiert. Das da drüben ist Feuer. Wir müssen hier irgendwie rüber. Über dieses Feuer da hinten. Wie machen wir das? Da ist ein Block, hier ist ein Block. Und hier ist einer. Okay, komm her. Gut, versuchen wir es einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir den Block irgendwie darüber bringen müssen. Dass wir dann über ihn darauf können. Aber wie machen wir das? Ach Mann. Hier lang. Okay, so. Das heißt, den noch ein Stückchen bewegen. Also wenn das überhaupt stimmt, was ich hier mache, ich weiß es nicht. So, sind die jetzt übereinander, dürfte. So, aber ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Okay, so, jetzt habe ich die da hingestellt. Aber was bringt mir das? Der steht da. Hä? Ah, jetzt kommen wir hier aber hoch. Gut, aber was bringt mir das? Oh Gott. Was bringt mir das jetzt, den da zu schieben?
Alter! Spring darüber, Mann! Vielleicht muss man tatsächlich hier stehen, so. Oha. Oha, man kann hier gar nicht sein Schwert ziehen, oder was? Jetzt. So, okay. Sind wir hier drauf? Wenn wir ihn hier runterschieben, wo landet der? Er landet dann da drauf. Okay, ich würde sagen, wir müssen dann auch nochmal hinter ihm. So. Nein! Fuck you! Na toll. So, jetzt klappt das hier. Okay, ich habe gedacht, der hält sich da vielleicht fest. So, dann schieben wir diesen Block jetzt einfach mal darunter, würde ich sagen, und schauen, was passiert. Oha, da kommt noch einer raus. Na, das ist aber sehr unfreundlich, Feuer. Aha, wie sollen wir das denn dann machen? Wenn da noch einer runterfällt, der uns erdrückt. Fuck. Okay. Bringen wir erstmal wieder die hier in Stellung. So, runter mit dir. Entschuldigung. Wie weit? So weit? Reicht das? Ja, das reicht. Ach, Mensch! Ne, die sind, glaube ich, gleich. So, dann dich herunter. So, so ein Stückchen. Reicht das? Ja. Ja gut, aber ich habe jetzt immer noch nicht das Rätsel gelöst, wie wir diesen Block darunter bekommen sollen, ohne dass uns der andere erschlägt. Vielleicht den erstmal so weit wie möglich ziehen, oder? Ja, bringt ja nichts. Da sehen wir den zweiten. Weil wir jetzt den Kopf in der Wand haben, können wir jetzt durch die Wände schauen. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, wie kriegen wir... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Kann man nicht erst einmal den hier verschieben? Geht das nicht? Kann man auf den hier raufklettern? Ich habe viele Fragen. Könnt's ja mal ausprobieren einfach. Probieren geht über Studieren, ne? Also erstmal ein bisschen studieren und dann probieren. Und das, dann hat man die perfekte Mischung. So. Ja, also ich denke nicht, man kann den nur graben. Ich setze hier mal einen Speicherpunkt. Ich will den jetzt einfach mal da runterschieben. So. Vielleicht muss man das einfach sehr, sehr vorsichtig und schnell machen und dann abhauen. Wie weit ist es denn jetzt noch?
Nicht mehr weit. Okay. Ja! Geschafft! Alles klar, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Der steht jetzt dort, genau. Power. Okay. Aber wie kriegen wir den darüber? Ah, der muss auf den rauf. Okay, das heißt, der muss dahin. Oder? Ja, dass der auf den fallen kann. Passt das hier von der Höhe? Das und diese Ecke hier? Ich hoffe doch sehr. Okay, springen wir erstmal runter. So, und bewegen wir diese Blöcke hier mal da lang. So. Der müsste eigentlich noch ein wenig weiter nach rechts, oder? Oder nicht? Nochmal hinauf. Ich muss da echt mal... Ich muss da mal rüber. Genau. Okay, der steht hier. Ist das diese? Ja, das ist dieselbe Höhe. Okay, wenn der jetzt hier runterfällt, der knallt dann hier direkt hin. Oder? Ja. Moment, ich positioniere mich mal noch ein Stückchen weiter. Ja, so, also seine... Diese Ecke da würde hier irgendwo aufknallen. Mit etwas Glück würde er schon auf dem hier landen. Aber nur mit etwas Glück. So, den verschieben wir jetzt mal. Ich weiß es nicht, Leute, ob das klappt. Das klappt nicht. Ich sehe es jetzt schon. Aber warum klappt das nicht? Der müsste hier ran. Können wir ihn hier sogar ziehen? Was? Fuck you! Laden. So. So ein Scheiß. Oh, das war knapp. Okay. Ach, fuck. Jetzt habe ich den schon wieder runtergepusht. Ist doch perfekt, oder? Jetzt. Ach, Mist. Moment, Moment, ich muss überlegen. Gut, dann schieben wir das mal ein Stückchen vor. Hey, wieso bewegt sich der nicht, der obere? Der muss nach da. Also... Nein, jetzt habe ich gespeichert. Fuck you. Ich wollte laden. Oh nein. Ah, okay, so. Hops. Hops. Es bringt ja nichts, hier rumzuheulen. So. Der soll auf dem da drauf landen. So soll es sein. Also ziehen wir dich.
jetzt hier hin. So, landest du denn jetzt dann auf dem hier? Oder nicht? Finden wir es heraus. Einfach mal schieben. Nee. So, was hat uns das jetzt hier gebracht? Wie soll man den da hochbekommen, verdammt? Indem man den hier noch ein Stückchen zieht. Ja, also toll. Kann ich den ganzen Raum nochmal neu machen? Wunderbar. Oh je. So, und das nur, weil ihr hier falsch positioniert wart. So, runter mit dir. Runter. Okay, dann ziehe ich dich noch ein Stückchen. Passt das so? Nee, noch nicht. So dürfte das passen. Nicht ganz. Jetzt passt es. Genau. Du jetzt runter. So, hier weiter vor. Beziehungsweise ich ziehe sie hier schon mal. Jetzt weiß ich nicht. Sollen die hier ganz nach außen? Ja, oder? Würde ich mal so sagen. So, dann klettern wir mal hinauf. Wie passt das dann? So. Dann ziehen wir die hier. Wunderbar. Okay. Ich habe noch mal gespeichert. Immer noch nicht, jetzt aber. Fuck, was soll das? Was soll das? Ich glaub's nicht. Wieso fällt dieser Block auf mich? Weg hier, so. Ah, jetzt kann's weitergehen. Okay. Alter, jetzt ist das hier schon wieder falsch. Das muss noch hier ein bisschen zurück. Damit ich den schieben kann. Aber Moment, wie breit ist denn der da? Der füllt dann doch diesen gesamten Platz aus, oder nicht? Ach je. Ja, okay, auf jeden Fall müssen die hier ein Stück zurück. Zumindest bis... Alter, das ist echt kompliziert. Bis wohin müssen die zurück? So, dass ich den noch hier so ein Stückchen schieben kann. Ja, bis hier, wo Link jetzt steht. So weit müssen die noch zurückgeschoben werden. Also ziemlich, ziemlich mittig. Beziehungsweise könnte er ihn so schieben. Nee, ja. Also, noch einmal laden. So, wir haben jetzt noch einmal geladen und der Spaß kann weitergehen. So. Die müssen ein Stück zurück. So viel? Nee, das war zu viel. So dürfte das, glaube ich, stimmen.
Eieiei, das ist ja jetzt noch mal ein wunderbarer Raum, oder? Alles klar. Ich glaube, einmal können wir das noch machen. Jetzt. Fuck. Ja. Okay, wie steht er da? Ich meine, es ist perfekt. Es ist dieselbe Höhe da. Ist bloß nicht zu weit. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das klappt. So, ich muss da jetzt nochmal hinauf. Ja, halt dich fest. So. Nee, aber mein Plan geht sowieso nicht auf, weil wir den hier nicht bewegen können. Ich habe gedacht, wir ziehen den da ein bisschen rüber. Aber ist das hier überhaupt dasselbe Level? Dieselbe Höhe, meine ich? Das ist so schwer zu erkennen. Man sieht es einfach nicht. Ich will es jetzt auch nicht riskieren. Ein Stückchen kann man den noch schieben, mehr aber nicht. Das war's jetzt. Den konnte man noch nie seitwärts bewegen. Noch nie hat das geklappt. Und auf ihm drauf landet der andere nicht. Das heißt, der muss ein Stück zurück. Das heißt, der muss daran. Und das könnten wir schaffen, indem wir die alle hier bewegen. Oh Gott. Hat das etwa geklappt? Es hat geklappt, meine Leute. Meine Freunde. Meine Leute. Oh Gott, ich bin ja so aufgeregt. Huh. Jetzt darf hier bloß nichts schief gehen. Alter, jetzt Link, verbug dich hier jetzt bloß nicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mal safen? Ist das da auf einer Linie? Nee, aber ich könnte den eventuell ziehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich hier rauf? Nee. Muss ich erstmal hier rauf? Na. Hallo? Hältst du dich da mal fest? Ja, genau. Gott, ich habe Angst, hier wegen irgendeinem Bug wieder zurückgesetzt zu werden. Nee, der hat sich nicht weiter bewegt. Aber ich kann ihn jetzt weiter bewegen. Denn er hat jetzt wieder ein bisschen Platz, genau. Okay, so. Stückchen. Da geht noch was. Okay, ich setze hier mal einen Speicherpunkt. Da ist noch Platz, fuck. Ja, wie machen wir das jetzt? Der muss das da drüben berühren, damit wir den ziehen können. Meint ihr, den kann man noch ein Stück drücken? Ich glaube nicht. Nee, genau, dann fällt er runter. Und den können wir dann nicht ziehen. So, jetzt haben wir es wieder geladen. Jetzt sind wir wieder hier. Aber so bringt uns das hier nichts. Wir könnten ihn noch weiter schieben. Moment. Oh ja, Leute. Ich sehe die Lösung.
indem wir die hier um die Ecke pushen. Ja. Das wird klappen. Oh Gott, das war jetzt aber knapp hier. Oh. Das wollen wir hier aber nicht. Alter, ist das hier schon verbuggt? Hä, was ist denn da jetzt passiert? Ne, das stimmt noch alles so. Okay, dann den noch ein Stück. Nein, nicht da lang. So. Dann darauf, bitte. Oh Gott. Ja, den können wir nicht schieben. Aber der ist jetzt sowieso schon abgesunken, also ist das nicht geglückt. Laden.